Das Leben.
Willkommen, liebes Publikum, zu unserem heutigen Vlog. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich habe zwei tolle Gäste. Zuerst möchte ich meine Frau das erste Mal hier begrüßen, den John Kim. Und freue mich sehr, dass Manuel Ad heute gekommen ist. Ihr habt einen Liederzyklus mitgebracht. Das empfinde ich geradezu als Geschenk, weil wenn ich mir hätte was aussuchen dürfen, ich glaube, ich hätte das ausgesucht. Ich will ganz kurz meine Geschichte dazu erzählen. Ich hatte als Jugendlicher so ein Liederbuch von meiner Oma, so Brahms Auswahl von Liedern, irgendwie so ganz alt. Meine Oma wäre gerne Sängerin geworden. Das ging bloß damals zu der Zeit nicht so einfach. Und ich habe immer in diesen Noten so als Jugendlicher so Blatt gespielt. Und diese vier ernsten Gesänge, das war eigentlich das, was mich damals am meisten fasziniert hat. Ich meine, zu der Triolenstelle am ersten Stück bin ich dann noch nicht gekommen, das habe ich nie ganz geschafft. Aber ansonsten war das was mich total fasziniert hat.
Warum habt ihr das ausgewählt? Manuel? Ich habe es vorgeschlagen, dass wir das machen. Ich habe es als zentrales Stück in meinem Master-Abschlusskonzert gewählt gehabt, der jetzt vor 2 Monaten stattgefunden hat. Genau, ich habe in der Musikhochschule in München studiert und vor 2 Monaten bin ich fertig geworden und da hatte ich ein Programm konzipiert, das sich mit dem Thema Tod beschäftigen sollte. Genau, und diese 4 Lieder so als Zentrum. Genau, und dann hat mich mein Jung angerufen und dann habe ich das vorgeschlagen. Genau, Ja, ich habe genau. ihn angerufen und dann, dass wir dieses Projekt mitmachen können. Und der Manuel war ganz herzlich, okay, sofort, ja, also ganz völlig zugesagt. Und ich war echt ganz, ganz froh, dass wir das wieder mal musizieren können. Ja. Ja. Wann habt ihr euch kennengelernt oder wo habt ihr das erste Wir Mal haben in der zusammen? Probe mal ein bisschen unsere Erinnerung nochmal Ja, wir kennen uns schon eine ganze Weile, genau. gesprochen. Von der Musikhochschule und zwar in der Klasse, wo ich studiert habe, bei Kammersänger Andreas Schmidt. Da hat sie korrepetiert und wir haben viele Prüfungen zusammen. Also sie hat mich begleitet in meinen Prüfungen und auch Auftritte an der Musikhochschule haben wir zusammen gemacht. Ja. Sehr schön. Genau. Genau. Also, ja, ich war immer so ganz, ganz Wohlgefühl gehabt, wenn Manuels Stunde, wenn ich das ihn begleite. Wir hatten eine echt gute Zeit gehabt und mit Herr Schmidt, Andreas, genau, und Manuel, die Unterrichte, so bewachten sie einander, wie sie sozusagen mit Liedertext geht oder Oratorien geht. Und das war wunderbare, gute Unterrichtsstunde. Also ich habe sehr, sehr viel gelernt von beiden, auch in der Stunde dabei zu sein. Genau. Ja. Was hast du noch für Lieder da um dieses Thema Tod drumherum? Das war noch, ich habe diesem Zyklus dann auch einen kleinen Zyklus von Wolfgang Riem gegenübergestellt. Mit Texten von Friedrich Rückert, 4 späte Gedichte von Friedrich Rückert und dann noch Schubert-Lieder zu diesem Thema. Also es war nicht nur Tod, es ging auch ein bisschen um Sehnsucht, aber ja. Ja, sehr schön. Zum Thema Sehnsucht habt ihr für uns nachher noch was dabei? Was macht ihr nachher noch? Die Taubenpost von Franz Schubert. Okay, Das letzte Lied. das letzte Lied aus dem Schwanengesang. Sehr Genau. schön. Ich habe, wo ich mich jetzt in Vorbereitung auf heute die Noten nochmal durchgeblättert habe, habe ich gesehen, dass diese 4 ernsten Gesänge ja dem Max Klinger gewidmet sind. Ich hatte immer so, kenne nur diese Geschichte, dass er das sozusagen, als er von Clara Schumanns Krankheit gehört hat, sich mit diesem Zyklus beschäftigt hat. Und ich habe dann mal kurz nach Max Klinger geguckt, warum er das vielleicht ihm gewidmet hat. Und habe gesehen, dass Max Klinger hatte ihm ja vorher ein Buch praktisch gewidmet, Brahms Fantasie. Und da habe ich ganz kurz ein bisschen was mitgebracht. Also das ist ein Buch, wo er Max Klinger Radierungen und Grafiken drin hat und auch Liedtexte von Brahms abgedruckt sind. Und das fand ich sehr interessant. Also das Titelbild sieht so aus. Wir werden es vielleicht nachher nochmal irgendwie einblenden, weil die Drucke sind ein bisschen zu blass für die Kamera. Genau. Und hier da zum Beispiel das erste Blatt, das hat er, glaube ich, Akkord genannt. Da hat er sich selber, also Max Klinger selber war ein sehr guter Amateurpianist, glaube ich, wollte als Jugendlicher auch Musiker werden. Es gibt irgendwelche Berichte von ihm, dass er die Brahms F-Moll-Sonate vor Publikum gut gespielt hat. Mal so hat sie spielen können, ist Dann schon muss gut man gewesen gut sein. sein, ja. Und war zeitlebens Brahms Bewunderer, hat Brahms schon vorher mal einen so einen Zyklus von so einem Buch, was er immer mit Opus betitelt hat, gewidmet. Und Brahms war sehr begeistert davon. Und da gab es dann auch irgendwie mit seinem Verleger so einen Briefwechsel. Und Simrock wollte dann, hat es in die Wege geleitet, dass Max Klinger dann für verschiedene Gesänge, also Opus 96 und 97 von Brahms Titelbilder machen sollte. Das hat dann, war bei Brahms, sind die ersten Entwürfe nicht gut angekommen. Es gibt aber dann einen Entwurf, zum Beispiel jetzt für Opus 97, den die
dann doch genommen haben. Das sieht dann so aus hier in der Erstausgabe. Mhm. Und dann, wie gesagt, war Max Klinger hat diese Brahms-Fantasie, wie er das Buch genannt hat, wollte Brahms eigentlich zum 60. Geburtstag schenken, ist aber, glaube ich, nicht fertig geworden zum 60. Es war dann, hat es ja ein Jahr später geschenkt und wahrscheinlich ist das sozusagen Brahms Anerkennung für dieses Buch, dass er ihm dann diese vier ernsten Gesänge gewidmet hat. Mhm. Dieses Thema Tod, ich meine, das, wie gesagt, das hat mich als Jugendlicher natürlich auch fasziniert eigentlich in diesen Gesängen, weil natürlich hat auch als Jugendlicher solche verzweifelten Phasen und irgendwie war das für mich da sehr, auf der einen Seite sehr tröstlich, aber auf der anderen Seite auch sehr faszinierend, dass man mit diesem Thema sozusagen so auch offensiv eigentlich als Künstler umgehen kann. Ja. Ich weiß es nicht. Heute, als ich das jetzt gehört habe, habe ich gedacht, dieser erste Text, ich meine, der ist natürlich es geht dem Menschen wie dem Vieh, der wirkt natürlich am Anfang eigentlich natürlich ein bisschen erschreckend. Absolut, ja. Absolut. Und die ersten drei Lieder sind eigentlich wirklich sehr erschreckend. Ja, und das hat Brahms natürlich auch sehr auskomponiert. Heute denke ich mir allerdings eigentlich, schon in diesem ersten Lied ist eigentlich schon eine tröstende Botschaft irgendwie drin, oder? Ja, es heißt ja, dass das, was ihn tröstet, seine Arbeit ist, dass er was zu tun hat. Ja, da steckt schon was Tröstendes drin, aber schon auch sehr, sehr viel Bitterkeit. Ja, also in der Musik hört man natürlich diese Bitterkeit. Wie gesagt, als ich einfach nur den Text gelesen habe, habe ich gedacht, so bitter ist diese Aussage eigentlich. Für mich ist es schon sehr bitter, muss ich sagen. Und mir würde auch was fehlen, wenn das vierte Lied nicht dabei wäre. Natürlich. Da ist eine Lösung im Angebot, ja. Ja. Aber bei den ersten drei Liedern, da ist es schon die Bitterkeit für mich ganz im Vordergrund. Ja. Ich finde, das Thema Tod ist ja ein absolut notwendiges, mit dem man sich von Zeit zu Zeit beschäftigen muss, weil es die große Konstante allen Lebens ist. Und ich kam auf dieses Thema über Corona, weil ich den Eindruck habe, dass sich da in der Gesellschaft was in der Wahrnehmung verschoben hat im letzten Jahr. Ja, dass dieses Thema, das eigentlich bei uns nicht sehr viel vorkommt in der Gesellschaft, sich einen größeren Platz gesucht hat, mehr ins Rampenlicht kam über dieses Virus, das ja für Siechtum und Tod irgendwie steht. Und die Angst vor diesem Virus ist die Angst vor dem Tod. Ja. Ja, und... Und wir haben natürlich nicht so viel Übung darin, uns damit auseinanderzusetzen als Gesellschaft. Ja, es kommt bei uns im Vergleich zu früheren Zeiten nicht so viel vor. Ne? Gestorben wird ja heutzutage hauptsächlich im Krankenhaus oder im Pflegeheim und nicht mehr zu Hause. Auch der Tod von Tieren zum Beispiel ist nicht mehr so natürlich, wie das vielleicht früher auf dem Bauernhof war oder in der bäuerlichen Gesellschaft, sondern wir kennen auch Fleisch nur noch schön abgepackt oder viele Leute essen es gar nicht mehr. Also auch da hat man nicht mehr so viel damit zu tun. Ja. Dieses zweite Lied, das ist natürlich dann fast erschreckend, dass das so in Dur endet. Also für mich war das jetzt beim Hören irgendwie überraschend, weil das für mich vom Text eigentlich das Trostloseste ist. Ja. Ja. Aber doch endet die Musik in so einem schönen G-Dur, ist das? Egal. Ja, ich glaube, G-Dur. Ja. Und natürlich, ich meine, das ist natürlich die romantischste Auffassung, dass der Tod natürlich derjenige ist, der dieses wie wohl bist du? Was dann im dritten Lied kommt, genau. Das ist auch was Positives, was Erlösendes. Wie ist das für dich, wenn du Brahms singst, hilft dir, dass du auch, du hast ja Cello ziemlich gut gespielt, oder? Ich komme vom Cello, genau, in der Ausbildung. Hilft dir diese instrumentale Erfahrung da, oder? Ganz bestimmt. Also das ist gar nicht wegzudenken von meiner musikalischen Auffassung. Ja. Ja, das ist so mit mir verwoben, glaube ich, dass es, ich kann da gar nicht trennen, was ist jetzt vom Cello oder was ist nicht vom Cello. Ja, klar. Ich bin einfach so da hingewachsen. Ja.
Aber man hört natürlich, also ich als Pianist höre diese Musik zwar, ich kenne den Text jetzt und ich höre natürlich auch den Text, aber für mich, ich höre auch eigentlich quasi eine Sinfonie oder so. Also ich höre nicht unbedingt ein Stück. Ja, richtig. Weil ich schon Anfang beim ersten Stück, der Allegro-Teil, wenn man das, diese, Manuel hat gesagt, die Stelle, die linke Hand, diese Viertelstaccato, das ist einfach immer tot näher kommt. Das ist diese Art. Genau, da gibt es so, da gibt es so ein Klopfen, so ein Klopfen. Ja, diese Pauken-Charakter. Genau, und dass sich da den Weg bahnt. Ja, ja, ich versuche es auch so dran zu denken, genau. Aber man hört überall da Orchester, Farbe auch, in der Musik, ja. Wie ist es dann für dich, diese Erfahrung jetzt als Liedbegleiter, da in dieses Stück mit reinzubringen, auch deine Erfahrung als Pianist oder als Instrumentalbegleiter? Ist das anders als jetzt in einem Schubert-Lied oder? Ja, absolut anders, weil... Man darf nicht so laut spielen. Nein, ich meine jetzt... Ja. Nein, ich meine vom... Ich versuche es natürlich, wenn ich, egal ob ich Gesangsbereich begleite oder instrumental begleite, erstmal versuche ich die Sprache von Komponist und diesen Raum erstmal gut zu verstehen und da diesen Spannung auch gut zu behalten. Und bei Brahms ist natürlich diese Tiefe, ja, es ist ein Komponist, als junger, sozusagen, sagen wir mal so, man braucht Zeit, diese Musik zu verstehen. Hm. Ja? Und damals in meinem Studium, Opis hat auch gesagt, Brahms ist ein Komponist, nicht. Genau, wenn man jung ist, ist es schwer, noch die Reife zu verstehen. Braucht man einfach Zeit. Und ich versuche es Brahms so, wie ich denke, diese Tiefe besonders, so, oder die Breite auch. Und, für mich, als woanders komme, ich komme aus Südkorea, ich habe in Korea eigentlich Brahms eher wenig gespielt. Ja, und Brahms war für mich so eine, ich habe sozusagen gewartet und dafür war es natürlich anders, andere Erfahrungen mehr mit anderen Komponisten und andere Art sozusagen beschäftigt. Brahms kommt erst jetzt langsam, ja, und ich lebe hier, ja, 20 Jahre, ja, nicht wahr, yes. Genau. Ich verstehe einfach diese Kultur einfach anders als früher und die Sprache und diese Art von Denken und die Zeit und ja, ich lerne immer noch viel, Brahms zu verstehen. Also auf jeden Fall habe ich mich sehr gefreut, dass ihr das heute mitgebracht habt. Ich freue mich jetzt noch auf den Schubert. Manuel, ich möchte dir, was ich schon vorgestellt habe, dieses Buch auch überreichen. Gibt es auch ein schönes Kapitel über Brahms, der ja der in Tutzing. Der hier in Tutzing war. Ja, genau. Und ich finde das immer schön, dass das auch so Teil von unserer Heimat dann ist. Ja, vielen Dank. Gut. Ich bedanke mich bei euch und liebes Publikum, bleiben Sie uns treu, schalten Sie nächsten Freitag wieder rein und freuen Sie sich jetzt noch auf Schubert. Dort schaut sie zum Fenster heimlich hinein.
belauscht ihren Blick und schritt. Gibt meine Grüße scherzend ab und nimmt die ihren mit. Kein Briefchen brauch ich zu schreiben mehr, die Tränen selbst geb ich ihr. Oh, sie verträgt sie sicher nicht, eifrig den sie mir, eifrig den sie mir. Die Botin treu.